In diesem Video wollen wir uns damit beschäftigen, wie man Berechnungen mit Hilfe von Stichproben durchführt, und das wollen wir uns anhand von zwei Beispielen ansehen. Das erste Beispiel: In einer repräsentativen Stichprobe mit 2000 Befragten gaben 1700 an, dass sie im Jahr einmal in den Urlaub ins Ausland fahren. Mit wie vielen Urlaubern ist dann bei 400.000 zu rechnen? Bei Stichproben ist es ja so, es handelt sich um eine direkte Proportionalität, weil das Verhältnis ja gleich bleibt. Und deswegen kann ich hier ganz einfach den Dreisatz anwählen. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich sage Personen und Urlauber und schreibe mir meine Ausgangsdaten auf, nämlich 2000 Personen, und davon habe ich bei der Stichprobe 1700 Urlauber. Jetzt gehen wir davon aus, dass es 400.000 sind. Das soll alle darstellen, und wir wollen jetzt wissen, wie viele Urlauber sind das jetzt? Und da brauche ich eigentlich gar keinen Zwischenschritt, weil wenn ich hier sehe, hier habe ich 5 Nuller, hier habe ich 3 Nuller mal 2, also muss ich mal 200 hier rechnen. Dann muss ich auf der anderen Seite eben auch mal 200 rechnen. Und schon bin ich bei 340.000 Urlaubern. Also wir gehen davon aus, dass man mit ungefähr 340.000 Urlaubern rechnen muss. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Und zwar, laut einer Zählung haben von 2 Millionen Einwohnern einer Stadt 300.000 ein Haustier. Vorher wurde eine Stichprobe durchgeführt, bei der 150 Personen angaben, ein Haustier zu besitzen. Wie groß war die Stichprobe circa? Wir gehen wieder davon aus, dass wir Personen und Haustiere haben, und jetzt sollen wir ja nicht mit der Stichprobe anfangen, sondern jetzt haben wir schon die fertige Zählung, und da haben wir 2 Millionen Personen und davon 300.000 Haustiere. Und jetzt wollen wir wissen, wenn 55 Personen der Stichprobe ein Haustier hatten, also hier unten 150 ein Haustier hatten, wie groß war die Stichprobe circa? Und auch das kann ich wieder mit Dreisatz lösen. Wir könnten hier zum Beispiel jetzt einfach einmal auf 30 runterrechnen. Dann muss ich geteilt durch 10.000 rechnen. Dann wäre ich hier bei 30. Dann muss ich natürlich auch das hier geteilt durch 10.000 rechnen. Und dann wären wir hier bei 200. Und bei 30 mal 5 ergibt 150. Muss ich hier drüben auch mal 5 rechnen, wäre ich bei 1000. Also wurde die Stichprobe an circa 1000 Personen durchgeführt. Und das war's schon. Man kann also Berechnungen mit Hilfe von Stichproben ganz einfach mit dem Dreisatz durchführen.